Herzlich willkommen beim GWriters Videoblog. GWriters ist eine Ghostwriter-Agentur mit dem Schwerpunkt auf Erstellung wissenschaftlicher Texte. Das heutige Thema trägt den Titel Wann Ghostwriter-Hilfe nützlich sein kann. Und wir schauen uns in diesem Zusammenhang einmal 6 Use Cases an, bei denen ihr auch die Hilfe eines akademischen Ghostwriters in Anspruch nehmen könnt. Ihr könnt euch zum Beispiel einfach partiell zuarbeiten lassen. Da kann es um statistische Auswertungen gehen, kann es darum gehen, dass ihr in der Gliederung Hilfe braucht und euch dort zuarbeiten lasst, die Literaturrecherche oder die Themensuche auch an einen Ghostwriter übergibt und euch so zusätzliche Hilfe partiell für diese Teile besorgt. Das Ganze geht natürlich mit allen Gebieten, wo ihr gegebenenfalls Hilfe braucht. Also ruft uns einfach an, falls ihr dazu Fragen habt. Weiterhin könnt ihr euch mit einem akademischen Ghostwriter zusammensetzen oder mit einem Coach zusammensetzen und einen akademischen Rat einholen, zum Beispiel zum Inhalt eures Werkes, zu der Vorangehensweise, wie ihr sie geplant habt und einmal nachfragen, ob das Ganze so auch Hand und Fuß habt. Ihr könnt euch bei der Struktur helfen lassen und auch bei stilistischen Fragestellungen einen akademischen Ghostwriter in Anspruch nehmen, um euch dabei helfen zu lassen. Selbstverständlich könnt ihr euch auch, nachdem das Werk bereits fertiggestellt ist, helfen lassen und Feedback von einem akademischen Experten einholen, zum Beispiel für Verbesserungsvorschläge, für den Feinschliff einer Arbeit. Ihr könnt prüfen lassen, ob der rote Faden vorhanden ist, ob der Leser erfolgreich an die Thematik, so wie ihr es wollt, herangeführt wurde. Und ihr könnt natürlich auch eine Plagiatsprüfung durchführen lassen und die Zitation prüfen lassen, was ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, wenn man seine Arbeit fertigstellen möchte und nochmal den letzten Feinschliff bekommen möchte. Viele Kunden kommen auch zu uns und nehmen einen Ghostwriter in Anspruch, um eigene Schreibblockaden schneller überwinden zu können. Dabei geht es darum, sich fachliche Anregungen geben zu lassen, zuarbeiten zu lassen bei einzelnen Kapiteln, wie zum Beispiel auch gerade schon erwähnt bei der Gliederung, und vielleicht etwas Inspiration durch den Austausch mit einem anderen Akademiker zu erhalten, zum Beispiel im Rahmen eines kleinen Coachings. Bei all diesem kann ein Ghostwriter helfen, eben eure Schreibblockaden auch zu überwinden. Weiterhin gibt es natürlich auch die Fälle, die Probleme haben mit dem wissenschaftlichen Arbeiten an sich. Auch hier kann euch ein Coach wunderbar weiterhelfen, kann euch mehrere Tipps geben, wie ihr wissenschaftlich arbeitet, einen konkreten Fahrplan erstellen und euch auch konkrete Beispiele geben anhand eures Themas, anhand eurer Arbeit und euch so helfen, wissenschaftlich wirklich akkurat arbeiten zu lernen. Ich hoffe, ich konnte euch etwas näher bringen, wo auch für euren Fall ein akademischer Ghostwriter in Frage kommen könnte. Und falls ihr ansonsten noch weitere Fragen dazu habt, wie gesagt, ruft uns einfach an. Wir freuen uns auf euch. Danke.